Olympia und Bavaria. Beide verbindet eine lange Geschichte. Garmisch-Partenkirchen 1936. Statt olympischer Idee, nationalsozialistische Propaganda. Ganz anders München 1972. Es sollten heitere Spiele werden. Bunt, nachhaltig, fair und frei. Ein Terrorakt und der Tod 11 israelischer Sportler zerstörten den Traum von apolitisch heiteren Spielen in Bayern. Widerstand regt sich. Höchste Zeit, nicht die olympische Idee, wohl aber deren Umsetzung neu zu überdenken.